habe ich die Folgen vollkommen umsonst aufgenommen. Er hat nämlich nichts aufgezeichnet. Battle Isle, beziehungsweise Dex. Hallo Freunde, herzlich willkommen. Wir spielen wieder Ark Survival Evolved. Ganz kurz, also zum einen ja, ich bin wieder an der Höhle. Wobei, ja, also machen wir einfach so, genau, machen wir es einfach so rum. Also ich bin wieder an der Höhle, diesmal alleine. Ich habe mir nämlich vorgenommen, meine Pleite von letztem Mal möchte ich gerne wieder gut machen. Diesmal habe ich aber vorgesorgt und habe Thatch Foundations und Roofs mitgenommen, sodass ich zumindest hoffentlich an den schlimmen Stellen vorbeikomme. Leider ist gerade sehr dunkel. Ich mach mal, ja, und falls ihr euch wundert, ja, ich habe die Uhrzeit mal vorhin nach vorne gesetzt. Ich mach mal Gamma ein bisschen an, dass ihr ein bisschen was seht. So, ich bin wieder in derselben Höhle wie letztes Mal. Achso, und falls ihr euch wundert wegen der Uhrzeit, ja, das mache ich ab und zu, wenn ich aufnehme, dass ich die Uhrzeit auf Tag setze, damit ihr einfach was seht. So, ich bin wieder in der gleichen Höhle wie letztes Mal. Diesmal wieder mit dem Ziel, das Artefakt zu finden und auch die Loot Crate mitzunehmen. Und ein paar Level abzustauben. Moment, ich sollte die auch, glaube ich, auffuttern. Ist gerade so komisch, irgendwie habe ich das Gefühl, die Viecher wehren sich gar nicht. Wir sind ja letztes Mal leider gestorben am Ende. Und ich weiß nicht, ja. Egal, nein, ich weiß schon wieso. Hä, warum wollte ich jetzt sagen, ich weiß nicht wieso? Ich weiß ja, wieso wir gestorben sind. Wir haben nämlich überhaupt nicht aufgepasst. Und ich bin voll in die Lava gesprungen. Könnt ihr euch ja gerne bei mir angucken auf dem Kanal. Was ist denn jetzt los? So, dazu kommt noch, ich habe eigentlich heute schon zwei Folgen aufgenommen. Aber dank Battle Eye und Dextery habe ich die Folgen vollkommen umsonst aufgenommen. Er hat nämlich nichts aufgezeichnet. Battle Eye, beziehungsweise Dex. Bitte nicht runterfallen. Oh, Gott sei Dank. So. Ja, also Battle Eye hat Dextery geblockt. Das heißt, Dextery hat zwar angezeigt, dass es aufnimmt, aber es hat nichts aufgenommen. Warum wehren sich denn diese Viecher hier nicht? Was ist denn hier los heute mit denen? Gott sei Dank war das, was ich aufgenommen habe, nicht so super spannend. Das heißt, ich habe nicht so viel verpasst. Ich habe zum einen in der einen Folge eine neue Base-Location gesucht, weil ich überlegt habe, umzuziehen, dann aber festgestellt habe, das bringt eigentlich überhaupt nichts. War das das Artefakt? Ja, das war das Artefakt. Mal kurz da hinten auf. Irgendwie, die Viecher sind so wenig aggressiv gerade. Und das andere, da habe ich aus einer anderen Höhle einen Käfer geholt, einen dritten. Oh, kommt schon. Alter, wieso komme ich denn nicht? Was machst du denn hier? Oh, diese Fledermäuse sind so nervig, weil die... Na, jetzt haben wir es endlich. So, jetzt komm! Ja, du hast schon Level up. Schön. Ich muss übrigens auf das Tierchen auch aufpassen und die Klamotten auch. So. Oh, komm. Du bist Level 8, das kann nicht sein. Na endlich. So, ich gebe dem erstmal Weight und dann nachher noch Melee Damage. So, jetzt wollen wir aber erstmal zum Artefakt. Das ist doch das Artefakt, oder? Ich meine, das wäre das Artefakt. So. Machen wir mal so.
Machen wir das nämlich hier auf Nummer sicher. Jetzt gehen wir nämlich hier auf Nummer sicher. Kann ich hier noch eins dran? Nee, okay, das heißt, hier muss ich... So. Ich hoffe, ich komme dann nachher wieder zurück. So. Und ja, so macht man das auf Nummer sicher. Jetzt kann ich nämlich ganz gemütlich hier rüberlaufen. Hoffe nur... Oh Gott, ich hoffe, da komme ich nachher zurück. Na, oder kann das sein, dass das Artefakt immer woanders ist in der Höhle? Okay, Nummer... Oh, oh Gott. So. Ganz vorsichtig. Ich merke auch gerade irgendwie... So, jetzt können wir nämlich... 9? Nein, 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 da unten. Hallo, da unten. Ja gut, ich habe genug dabei, also wir können hier so ein bisschen... So. Ich glaube... Oh, ich muss dem mal hier... Moment. So, ist heute ein bisschen unspektakulärer und ich musste mich gerade mal ganz kurz konzentrieren, weswegen ich ein bisschen leiser war. Den Kleinen müssen wir... Oh, der hat kaum Leben, deswegen ist der so... Ach so, oh Gott. Da habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe jetzt einfach den genommen, der... Weil ich dachte so, ah, der ist noch relativ neu, der kriegt noch die meisten Level dazu. Der hat aber auch am wenigsten Leben. Da hätte ich vorher aufpassen müssen. So, brauchen wir das? Nein, nein, nein. Nein, behalte ich. Nein, behalte ich. Fütter ich. So. Bisher noch nichts Spannendes bekommen. Aber wie gesagt, ich will diesmal zumindest das Artefakt haben. Und eigentlich auch die Loot Crate am Ende. Wo war ich denn jetzt? Ich habe total vergessen, was ich eigentlich erzählt habe. Ich bin gerade so ein bisschen, ja, ich bin so ein bisschen angenervt gewesen, weil halt, wie gesagt, Battle-Eye hat Dextery geblockt. Das heißt, ich habe eigentlich alles umsonst aufgenommen heute. Warum hat das da geplätschert? So, aber, wie ihr seht, oh, das ist schon die Loot Crate. Das ist die, die wir letztes Mal verpasst haben, naja. Also, ich glaube an der... Nee, die ist woanders. Die ist diesmal woanders. So, und jetzt geht's wieder zurück. Wobei, ich sehe, ich muss eine Sache machen. Was war das denn? Ist jetzt natürlich doof. Wenn ich das Ding jetzt abreiße, fällt das ja alles runter. Warum komme ich da nicht nah genug? Ich komme da nicht so nah ran. Ich müsste das Ding eigentlich abreißen. Oh Gott, ich hoffe, Thatch Floor. So. Man muss die Sachen halt wieder abreißen, damit später Leute, wenn die hier reinkommen, damit das Zeug auch respawnt, wenn, sonst ist halt hier Kacke. Es respawnt halt nicht und dann, ja, könnt ihr euch ja vorstellen, dann hat man halt ein kleines Problem. So, den Hüpfer haben wir geschafft, jetzt haben wir die Loot Crate schon, aber das Artefakt noch gar nicht, das ist ja auch irgendwie doof. Moment, so. Thatch Floor, okay. Ich muss ja nur aufpassen, dass ich mir nicht das, worauf ich stehe, abreiße. Und ihr seht schon, die sichere Variante ist natürlich auch so ein bisschen die langweilige. Ne, komm schon. Aber wo ist denn... Ich höre doch... Die Spinne höre ich doch. Komm her. Kommt schon. Die Onyx, muss ich sagen, die sind schon recht nervig. Ich futter mal, damit ich Fleisch habe, um ihn zu füttern. Was machst du denn da noch? So.
Okay, das heißt, wir müssen eigentlich nur noch das Artefakt finden. Und es laggt gerade. Und ich komme hier nicht weiter. Ich lagge gerade hier so ein bisschen durch die Gegend, wie ihr seht. Oder ich, es hängt halt irgendwo. Okay, die Spinne haben wir entsorgt. Alter, ich... Was ist denn hier los? Ich kann nicht sprinten. Ich bleib immer überall hängen. Also so, ich weiß nicht, was da gerade los ist. Das ist wieder typisch. Das ist echt wieder typisch. Da will man mal was machen und dann geht's nur schief heute. Ich... Da, schon wieder. Es laggt immer wieder. Ich weiß nicht, ob da hinten das Artefakt ist. Hä? Kann es sein, dass das echt immer woanders spawnt? Ich gehe mal hier weiter. Vielleicht geht's ja jetzt, nachdem ich mal so großzügig rumgedreht habe. Ich sehe es aber auch nirgends. Naja, also momentan habe ich das Gefühl, es könnten doch locker 20 Minuten werden. Weil ich einfach das Artefakt nirgends finden kann. So, der kriegt jetzt erstmal Health. Ich habe nicht gesehen, dass der so wenig hat. Okay, hier brauchen wir nicht weitergehen. Hier geht's nämlich nicht weiter. Die sind alle so passiv hier irgendwie. Was ist denn da los? Moment. Ach, jetzt habe ich natürlich mein Fernglas zu Hause gelassen. Was doof ist. Jetzt kann ich nämlich nicht mal gucken, ob ich das irgendwo finde, das Artefakt. Ah, okay. Na gut, dann, wie machen wir das? Zack, hier können wir rüberhüpfen. Hier ist kein Artefakt. Aber hier geht's noch weiter. Ich glaube, hier war die Stelle, wo wir letztes Mal... Da ist das Artefakt. Ich habe das Artefakt... Nee, das ist doch die Loot Crate. Oh Gott, ich muss aufpassen, der stirbt mir gleich hier weg. Meine Fresse, das waren jetzt aber schon ein bisschen viele. 600 Leben noch, alter Schwede. Jetzt habe ich natürlich ein riesengroßes Problem. Ich müsste eigentlich von da drüben die Viecher irgendwie pullen. Aber ich habe kein... Pfeile habe ich. Aber ich habe keinen Bogen oder so. Was mache ich denn da jetzt? Erstmal futtern wir den hier wieder voll. Also, das, alleine merkst schon. Also, alleine ist das deutlich schwieriger als zu zweit oder vielleicht zu dritt. Aber jetzt muss ich mir was überlegen, weil ich glaube, hier ist die böse Stelle, wo ich letztes Mal in die Lava gefallen bin. Und ich will nicht schon wieder. Wir haben noch Foundations. Also, das sollte nicht so das Problem sein. Wenn ich eher die hinterher wieder alle abzureißen, tatsächlich. Blöd wird es, glaube ich, dann, wenn... wie heißt das, wenn die... Wenn ich die nicht so direkt aneinander bauen kann, also wenn ich dann an die auf der anderen Seite nicht rankomme. So, den haben wir schon wieder... Ja, ich glaube, nach dem Stack reicht das eigentlich auch. Ich bräuchte einen... Moment, ich habe vielleicht sogar die Mats für einen Bogen dabei. Bow. Wood und Fiber. Ich habe aber... Der hat kein Wood, ne? Nee, schade. Ich habe zu wenig Fiber. Ah, da werde ich natürlich hier drin auch keins kriegen. Okay. Moment, nee. Das sieht aber relativ gut aus. Ich glaube, hier komme ich rüber. Ich glaube, hier komme ich tatsächlich rüber. Und ich kann ja sicherheitshalber hier einfach nochmal... So. So.
so schnell auf das. Na. Ah, fuck. Oh Gott. Fuck. Nein. Komm her, du Kackvieh. Oh, Alter, was war das denn? Aber hier, Dilo-Ei. Na, jetzt kommst du her. So. Okay, da haben wir nur die Spiders. Aber warte mal. Ich bin ja gewieft. So, ich gehe erstmal wieder zurück. Die Spiders haben sich nämlich, glaube ich, gerade gegrillt. Nur noch das... Die Fledermaus hier. So. Wäre übrigens geil gewesen, wenn ich genau jetzt... Perfekt, die Spinnen haben sich gegrillt. So. Dann kann ich nämlich jetzt hier wunderbar meine Rampe rüberbauen. So. Also, ihr seht, das hier ist Profi-Caving. Der kriegt natürlich wieder Leben. Dann können wir nämlich ganz gemütlich hier einfach rübergehen. Ich glaube, wir sind hier auch safe. Das heißt, endlich haben wir das Artefakt. Puh. Nach zwei Folgen. Also zwei Versuchen. Und das bei der einfachen Höhle. Das ist schon ein bisschen peinlich, aber naja. Kommt halt mal vor, ne? Den müssen wir wieder wegmachen. Oh Gott, ich hatte gerade Angst, dass... So. Was machst du da, Vieh? Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Ich habe immer Angst, dass dann, das Ark das irgendwie falsch rumdeutet und man dann quasi. So. Ja, prima. Moment, vielleicht kriegen wir den über Follow da wieder runter. Warum hier Wasser immer ist, weiß ich auch nicht. So. Damit hätten wir die Höhle ge. Ich habe die Orientierung verloren. Damit hätten wir die Höhle gecleared. Irgendwie kenne ich die Ecke hier. Och, wir haben noch eine Loot Crate. Oh, und eine Dachter. Nein, nicht schon wieder du. Oh, diese Fledermäuse. Blueprint Apprentice Longneck Rifle. Finde ich gut. Soll ich vielleicht nochmal weitergehen? Ich wusste gar nicht, dass es zwei Loot Crates hier drinne gibt. Ach da, eine Spinne. Habe ich gar nicht gesehen. Die Dilos hier drinne sind immer so passiv. Ich weiß nicht, was das ist. Und ganz, die halten so viel aus, oder macht der... Oh, der war hoch. Oh, ach so, der war Level 100. Ach, jetzt habe ich wieder das Problem. Jetzt rubberbandet das wieder. Die ist ganz schön groß, die Höhle. Wisst ihr das? Moment. Da war ich aber gerade, oder? Ich glaube, ich habe... Ich glaube, ich bin gerade einmal im Kreis gelaufen. Kann das sein? Ja, ich bin eben hier runtergelaufen. Das heißt, ich müsste eigentlich wieder hier... Oder ist das ein, geht das hier einmal im Kreis? Wenn man da lang geht... Ja, dann geht es einmal im Kreis. Da komme ich jetzt momentan nicht rüber. Und ich sehe auch nicht, was da ist. Das heißt, ich mache mich mal auf den Rückweg zum Ausgang. Wenn ich den denn wieder finde. So, dann können wir hier runter. Da ist noch ein Skorpionchen.
Und ich habe jetzt habe ich wieder keine Orientierung. Ich glaube, hier bin ich aber falsch. Alter, ne, vergiss es, da springe ich nicht lang. Ich glaube, das war sogar die Stelle, wo ich letztes Mal gestorben bin. Aber 100, ich weiß es nicht mehr. Müsste ich jetzt im Video nochmal nachgucken. So, Ausgang, Ausgang, Ausgang. Ich glaube, hier ist gut. Hier runter. Ja, ist gut, da ist das Artefakt. Achso, falls ihr euch übrigens schon die ganze Zeit wundert, warum es keine Facecam gibt. Ich habe momentan ein paar technische Probleme mit der... nicht nur mit der Facecam, wie man sieht. Also ich habe momentan ein paar Probleme mit der Facecam, die nimmt nicht so richtig auf, wie sie soll. Oh Gott sei Dank, ich hatte so Angst, dass es jetzt rubberbandet und ich dann da runterfalle. Da hinten sind halt 1000 XP, aber wenn ich sehe, dass da die kacken Fledermäuse hängen, also dass das nur Fledermäuse sind, nee. So, ich beeil mich mal. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich endlich das erste Artefakt. Was willst du denn hier? So, jetzt müssen wir nur noch sauber hier rüberkommen. Ganz vorsichtig. Ganz... ganz vorsichtig um die Ecke. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Also hier habe ich immer Angst. So. Und jetzt mit Vollgas raus aus der Höhle. Auf dass wir nie wieder hier rein müssen. Wobei, nee, hier müssen wir bestimmt irgendwann wieder rein. Obwohl, nee, müssen wir eigentlich nicht. Das, wenn wir das Artefakt haben, ist ja alles gut. Vielleicht halt, vielleicht gehe ich irgendwann so nochmal rein wegen Loot. Ich glaube, hier lang, oder? Das Schlimme ist, man verläuft sich halt so ewig leicht in diesen Höhlen. Ja, wir haben es geschafft. Wunderbar, wir sind wieder draußen und wir haben das Artefakt. Das tue ich mal direkt hier auf den Vogel, damit das ja nicht wegkommt. So. Also, Freunde, wir sind diesmal erfolgreich durch die Höhle durch. Puh. Leider... ja, wie gesagt, ein bisschen schade, weil die zwei Folgen halt einfach weg sind, aber ich kann die jetzt nicht wiederholen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark und dann überlege ich mir irgendwas Neues, was wir machen können. Ich jedenfalls schnapp mir jetzt hier mein Tierchen. Zack. Und bring den erstmal nach Hause. Und dann werde ich, glaube ich, noch was essen gehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.